Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, die Ereignisse überschlagen sich, die Situation wird zunehmend härter und wir stellen fest, dass die Maßnahmen, die bisher ergriffen worden sind, nicht ausreichend sind. Das heißt, wir werden auch im Kreis Büren mit einer weiteren Einschränkung unserer Bewegungsfreiheit und weiteren Einschränkungen im täglichen Leben auskommen müssen. Wir wollen Sie, Herr Dr. Schnitzer und ich, über den aktuellen Stand und über die Maßnahmen, die wir hier vor Ort treffen können und in den nächsten Tagen treffen werden, umfänglich informieren. Die gute Nachricht vorweg: Zwei Menschen können wir jetzt wieder als gesundet betrachten und Herr Dr. Schnitzer erläutert, was wir unter gesund genau definieren. Ja, wir haben ja 40 Menschen insgesamt erkrankt, wie der Landrat schon sagte. Die sind aber durchweg sehr milde erkrankt. Wir haben zwei Personen in Krankenhäusern, denen es aber auch sehr gut geht. Jetzt könnte man fragen, wieso dauert das so lange, bis die gesunden? Die beiden sind am Ende ihrer Quarantäne angekommen und sind jeweils zweimal negativ auf das Coronavirus getestet worden. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man die Quarantäne beenden kann und die Menschen als offiziell gesundet bezeichnen kann. Die ganz überwiegende Zahl der anderen ebenfalls Erkrankten sind unter normaler Heranziehung von Kriterien, aber auch kaum noch als krank zu bezeichnen. Denen geht es also auch schon wieder den Umständen entsprechend sogar sehr gut. Wir werden weitere Maßnahmen jetzt zeitnah ergreifen. Da die Zahl der Fälle exponentiell weiter wächst, werden wir jetzt von unserer Linie mit mobilen Gruppen zu arbeiten, die die Tests vor Ort durchführen, nicht abweichen, sondern die bleiben natürlich bestehen. Aber in Ergänzung dieses Angebotes werden wir im Laufe der Woche auch eine stationäre Einrichtung für Tests einrichten. Wenn das sich weiter eskaliert, wird es die zweite Einrichtung geben. Zunächst ist geplant, hier im Herzen des Kreises, in der Kreisstadt Düren, ein solches Center zu etablieren. Und das wird wie folgt ablaufen, dass das Gesundheitsamt verantwortungsvoll steuert, wer wo wie getestet wird. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Wenn jemand erkrankt sein sollte, ein hohes Alter hat und schwer in der Mobilität eingeschränkt ist, bleibt es selbstverständlich dabei, dass unsere mobilen Teams vorbeikommen und den Test dort zu Hause abnehmen. Aber für diejenigen, die jetzt zum Beispiel aus Ischgl zurückgekommen sind, das ist eine größere Zahl von Menschen, die sich bester Gesundheit noch erfreuen, die sind dann herzlich gebeten, zum Beispiel dieses Zentrum nach Absprache mit dem Gesundheitsamt aufzusuchen. Wichtig ist bitte, dass sich niemand eigenaktiv in Anführungszeichen auf den Weg macht, sondern das Gesundheitsamt wird die Menschen einteilen, die für Tests vorgesehen sind, damit hier geordnete Abläufe sichergestellt bleiben. Wir werden Sie da auch umfassend informieren und über den Stand der Dinge jederzeit auf dem Laufenden halten. Wichtig ist auch, noch einmal hier Stellung zu nehmen zu unserer Informationslinie. Wir werden jetzt angesichts der vielen Fälle, die zusätzlich auf uns zugekommen sind und zukommen werden, nicht mehr die Regel beibehalten, dass wir jeweils den Ortsteil benennen, wo die Fälle stationär beheimatet sind. Ich bitte darüber hinaus um Verständnis, dass wir aus Datenschutzgründen auch mit den Daten zurückhaltend umgehen müssen. Es darf nicht passieren, dass Menschen, die sowieso schon in einer schwierigen Lebenslage sind, jetzt noch zusätzlich stigmatisiert werden. Deshalb bitte um Verständnis, dass wir mit der nötigen Zurückhaltung die Fälle kommunizieren und sie haben keinerlei Nachteile dadurch. Was nützt es Ihnen zu wissen, dass der Fall in einem Ortsteil X der Fall ist? Würden Sie dann Ihr tägliches Leben weiter noch einschränken? Ich glaube nicht. Und die Auskunft, dass jemand dann jetzt in Quarantäne ist, bedeutet ja gerade, dass von ihm keinerlei Gefahr mehr ausgeht. Das heißt, wenn der Fall erfasst ist, besteht keine Notwendigkeit mehr, sich fernzuhalten. Wir müssen aber auch den Tag berücksichtigen, dass hoffentlich wieder Normalität im Lande einkehrt. Dabei ist Folgendes auch zu beachten. Zurzeit haben viele Betriebe, die jetzt schließen müssen, die schon geschlossen haben, mit der Situation zu kämpfen, dass sie wirtschaftlich in eine Schieflage geraten könnten. Wir wissen von den Ministerien, von Herrn Scholz und anderen, dass genügend Geld zur Verfügung steht und Herr Altmaier hat auch von einer Hilfe ohne Limit gesprochen. Wie kann diese Hilfe organisiert werden? Und deshalb bieten wir ab morgen auch einen zusätzlichen Service unserer Wirtschaftsförderung an. Wir werden auf unserer Homepage und im Facebook die Telefonnummern benennen,
wo sich Gewerbetreibende gezielte Informationen einholen können, wie die Hilfe für den Betrieb, wie die Hilfe für den einzelnen Selbstständigen etc. ausgereicht wird. Denn das ist ein Nachteil. Viele kleine Betriebe haben nicht die Kapazitäten, auch noch Förderanträge zu bearbeiten und solche Wege zu gehen. Da wollen wir als Wirtschaftsförderung aktiv an ihrer Seite stehen und sie unterstützen, dass sie diese Krise auch optimalst, im besten Falle überstehen können. Und das ist die wichtige und das wichtige Signal überhaupt. Es wird die Zeit nach der Krise geben. Und solche Krisen haben folgende Gemeinsamkeit über all die Jahrzehnte, wo man Entwicklung beobachten kann. Sie bringen das Beste und das Schlechteste der Menschen zum Ausdruck. Wir sollten uns an den entmutigenden und ermutigenden Signalen festhalten. Und wenn man dieses Video gesehen hat, wie die Menschen in Italien, die zurzeit am meisten betroffen sind, wie die mit der Situation umgehen, dass es da sogar von Balkon zu Balkon Kommunikation im gemeinsamen Gesang gibt, dann ist das ein wirklich starkes Signal in dieser Krise, da wo Menschen zusammenstehen, wo sie sich gegenseitig stützen, aber vor allen Dingen, wo auch Rücksichtnahme da ist, dann wird es gelingen, diese Krise zu meistern. Deshalb ist es sicherlich die größte Herausforderung für unser Gemeinwesen der letzten Jahrzehnte, ist aber auch die Chance, unseren inneren Zusammenhalt noch einmal zu stärken und gemeinsam gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Deshalb bitte bleiben Sie optimistisch. Mir ist auch noch eines wichtig hier zu betonen. Man spricht jetzt davon, dass Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, vorrangig Zugang zu Notgruppen etc. haben können. Ich will ergänzen, dass diese Diskussion gar nicht in unserem Sinne ist. Da müssen sicherlich formale Voraussetzungen getroffen werden. Aber meine Feststellung ist, jeder Mensch, der im Moment seinen Pflichten nachkommt, ob es die Menschen sind, die im Handel dazu beitragen, dass unsere Lebensmittel weiter ordnungsgemäß geliefert werden bzw. zur Verfügung stehen. Die, die morgens zur Arbeit gehen, damit unsere Bahnen und Busse fahren, all diese Menschen verdienen höchsten Respekt und Anerkennung. Und deshalb sollte unser Gemeinwesen jetzt nicht differenzieren. Wir sind alle wichtig, jeder an seinem Platz, damit wir gestärkt aus der Krise hervorgehen. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir werden uns zeitnah melden, wenn sich weitere Entwicklungen ergeben.